Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Wow. Es geht langsam aufs Ende zu, habe ich so das Gefühl. Sequenz 12, New York, 1782. Und wir haben ein Ziel. Wir sind heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken, der die Welt verändern wollte. Und er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. Und dann, meine Freunde, wird all das endlich uns gehören. Er schickte mich fort. Damals, in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen. Und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Okay. Wir müssen irgendwie hier entkommen. Wir haben keine Waffen. Wir haben unsere versteckte Klinge, das ist schon mal was. Alle Söldner eliminieren. Was ist das hier? Eine Kiste. Oh, die wir nicht knacken können. Er ist da drüben. Alles klar, dann räumen wir mal auf. Oh, hier drüben. Ja.
müssen 15 töten. Shit. Willst du erstmal sterben? Dankeschön. Und du auch? Bin dir sehr verbunden. Ja. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Wir halten ihn auf. Aber erst nachdem wir anonym geworden sind. Ich will nicht an jeder Ecke kämpfen müssen. Auf geht's zu unserem letzten Kampf. Charles Lee muss sterben. Und wir werden es sein, der ihn tötet. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Alles klar, schwimmen wir hin. Auf geht's, den Rudermodus rein. Und losgeschwommen. Adlerauge geht auch nicht. Holen wir ihn uns. Aber wieso ist unser Ziel direkt hier im Wasser? Das verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht müssen wir uns von der Seite hier anpirschen. Sperrgebiet. Und wie kommen wir jetzt hier an Bord? Kommen wir hier irgendwo hoch? Nein. Übrigens ein super geiler Haarschnitt, den Connor jetzt hat. Ich wusste ja leider schon, dass das passieren würde, deswegen war ich nicht so überrascht. Wird es Zeit für den langen Heinrich? Ja, ich denke, wir nehmen mal kurz den langen Heinrich. Oh. Ach so. Ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Denn Stealthen und Assassin's Creed, ihr wisst, dass das nicht unbedingt so geil zusammenpasst. Kommen wir da irgendwo hoch? Irgendwo muss man doch da hochkommen. Hier zum Beispiel. Und da.
Ja, ich glaube, das ist auch der Weg, den man gehen soll. Sieht sehr verdächtig nach dem richtigen Weg aus. Wir gehen mal auf lieber auf Nummer sicher. Oh, 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 oh. Was war das denn jetzt? Er hat sich einfach fallen lassen. Na gut, dann. Ja. Erwischt. Den Kapitän belauschen. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Okay, dann besprecht mal in deiner Kajüte. Wir dürfen wahrscheinlich immer noch nicht entdeckt werden. Was wiederum bedeutet... Okay. Das wird jetzt ein bisschen riskant, Leute. Du, stopp! Shit. Ich wollte ihn töten. Ich wollte ihn töten. Aber immerhin hatten wir einen Checkpoint. Können wir auch den hier töten, wenn er kommt? Falls er kommt. Oder müssen wir hier einfach nur schneller sein? Weg mit dir. Und da kommt jetzt einer, der hat's gesehen. Shit. Er ist nicht nah genug. Nein, 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 nein. Runter. Runter, 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 runter. Okay, die drei Typen sind da weitergegangen. Okay. Wie kommen wir jetzt am besten an die ran? Da vors Fenster. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Es sollte euch auch leid tun. Wir kamen diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt zwei Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Okay, von der HMS Jersey entkommen. Ohne einen offenen Konflikt auszulösen.
Sequenz 12, die letzte Ruhe. Mission beendet. Und jetzt schnell zurück an Land. Ah, wir werden zurückgesetzt, ist auch schön.